Es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Und Gemüseschau wird ein Riesenerfolg. Das kann ich schon jetzt förmlich spüren. Aber wir werden bestimmt mehr als einen Tisch brauchen, Dad. Es wollen doch alle irgendwas mitbringen. Wisst ihr, ich weiß gar nicht recht, was ich lieber habe. Blumen oder Gemüse? Vergiss bloß nicht, die Sicherungshaken einzuklinken. Vielen Dank, Helen. Ich weiß schon, wie man einen Tisch aufstellt. Yeah. Seht ihr? Steht wie eine Eins. Also, wenn das kein Gewinner ist. Sie sollten es wissen, Sir, als Preisrichter. Bin ich ja gar nicht, Quidlington. Ich habe Nein gesagt, weil ich gerne mitmachen will. Sam ist stattdessen Preisrichter. Oh, bestimmt findet er Ihre Tomaten wunderbar, Sir. Ja, aber es wäre unfair den anderen gegenüber, wenn er sie vorher sehen würde. Ich denke, wir sollten diese Schönheit lieber verstecken, ja? Ich muss jetzt mit Schnuffi eine Runde gehen und in der Zwischenzeit ernenne ich dich zum verantwortlichen Tomatenträger. Mich? Ich weiß doch überhaupt... Ja, bringen Sie bitte zu den Platz und mit äußerster Vorsicht. Diese Tomatenpflanze ist äußerst empfindlich. Es ist noch ganz schön viel zu tun, Mike. Brauchst du denn wirklich keine Hilfe? Unsinn. Ich habe das alles bestens im Griff. Keine Sorge, das wird die beste Blumen- und Gemüseschau, die es jemals gab. Ja, das wird sie ganz sicher. Wollt ihr auch mit etwas am Wettbewerb teilnehmen? Ja, na klar. Helen reicht ihre tollen Rosen ein und ich lasse einen Kürbis auf dem Komposthaufen wachsen. Wow, also das nenne ich mal einen ordentlichen Komposthaufen. Wieso dampft er denn so, Sam? Die ganzen Gartenabfälle verrotten und geben dabei viel Wärme ab. Darum muss man den Haufen regelmäßig ordentlich umgraben, weil sonst ein Feuer entstehen kann. Hast du das gehört, Dad? Ja, mach ich ja, wenn ich mit dem Kürbis gewonnen habe. Ich muss wieder zurück auf die Feuerwache. Wir sehen uns nachher zur Preisverleihung. Bis dann, Sam. Na komm mal mit, du Gewinner-Tomate. Möchtest du dich etwas ausruhen, bevor wir zu den Flats gehen? Oh, ist das zu sonnig da? Du brauchst vielleicht doch eher... Ich bin wieder da. Ich komme rauf und setze das Teewasser auf. Oh, nein, nein, noch nicht, Sam. Er darf die Gewinner-Tomate doch nicht sehen. Die Schränke sind zu klein. Stimmt irgendwas nicht, Elvis? Nein, 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 alles ganz toll. Ach, ich bin am Verhungern. Haben wir was zu knabbern da? Weißt du was? Ich habe unglaublich leckere Kekse unten im Büro liegen sehen. Die werde ich dir holen. Bin gleich wieder da. Oh, arme Gewinner-Tomate. Was soll ich denn jetzt nur mit dir tun? Oh, ich habe eine Idee. Was soll denn das mal werden, wenn's fertig ist? Das soll überhaupt nichts werden, Norman. Das ist Kunst. Oh, ist das da dein Beitrag für die Blumenschau, Elvis? Überaus modern und gewagt. Oh nein, das ist Hauptfeuerwehrmann Steels Tomatenstrauch. Oder war es eben noch? Und wo sind die Tomaten hin verschwunden? Alle abgefallen, als ich ihn hingeworfen habe. Das gibt bestimmt einen Riesenärger. Nur keine Panik jetzt, Elvis. Ich bin schon in weit größeren Schwierigkeiten gewesen. Ich wüsste, was zu tun ist. Tja, bin ich ein Genie oder bin ich ein Mega-Genie? Ja, aber man sieht die Klebestreifen an den Tomaten doch ganz genau. Das merkt keiner. Man muss den Strauch nur hinter was ganz Großem und ganz Hässlichem verstecken. Und ich wüsste auch genau, was das sein könnte. Was für ein Prunkstück, hä?
Das brodelt auch wie in einem Vulkan da drin. Dann gräbst du den Komposthaufen jetzt endlich mal um? Schließlich hat Sam vorhin gesagt, nicht jetzt, Mandy, ich habe keine Zeit. Es wird nämlich allerhöchste Zeit, dass die Blumen- und Gemüseschau beginnt. So etwas schon mal gehört. Zu dumm, Gewinner-Tomate. Du wirst den ersten Preis kaum noch gewinnen können. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wo ist meine Tomatenpflanze? Oh, tja, ich habe sie im Schatten steht sie, damit sie keinen Sonnenbrand kriegt, Sir. Oh, clever mitgedacht, Quiddlington. Hallo zusammen. Wo darf ich meine Küchenkräuter hinstellen, Mike? Hier vorn, Gwendolyn. Und wann wird Sam die Sachen begutachten? Er wollte noch die Schläuche in der Feuerwache aufrollen. Doch er muss jeden Moment kommen. Also dann, kommt jetzt alle mal her. Ich möchte euch alle auf das Herzlichste zu meiner Blumen- und Gemüseschau begrüßen. Danke, dass ihr hier seid. Es war viel vorzubereiten, aber nun kann ich voller Stolz sagen... Dad! Der Komposthaufen! Jetzt doch nicht, Mandy. Aber nun möchte ich mit Stolz feststellen, dass die ganze Arbeit... Oh nein! Da! Der Haufen! Er brennt! Oh, das ist unglaublich! Oh, holt Feuerwehrmann Sam! Was? Ein brennender Komposthaufen bei den Flats? Zwei sind da, Sam. Die anderen sind zu der Blumen- und Gemüseschau gegangen. Und genau dahin müssen wir auch. Ausreichend Abstand halten, bitte. Seien Sie vorsichtig. Sam und Penny sind bereits unterwegs. Da kommen Sie schon. Das ist gut. Da sind Sam und Penny. Ja, sie sind da. Beeil dich, Sam. Ich danke euch vielmals, Sam und Penny. Ich ahnte nicht, dass ein Komposthaufen so gefährlich sein kann. Deshalb hatte ich Mike geraten, ihn umzugraben, damit er etwas abkühlt. Mike? Ja, stimmt schon. Mandy hat mich auch andauernd dran erinnert und ich tat nichts. Ich dachte, es besser zu wissen, wie so oft. Aber wie entzündet sich so ein Feuer von selbst? Der Kompost war sehr heiß und als Mike den Kürbis herauszog, ist ein Loch entstanden, wodurch Luft hinzukam und die Flammen auflodern ließ. So kam es zu dem Feuer. Ach, dumm war das von mir. Ich wollte, dass die Schau ein Erfolg wird. Und nun habe ich alles ruiniert. Nein, das hast du gar nicht, Dad. Oh, ich danke dir. Die Blumen und das Gemüse sind doch noch unversehrt, oder etwa nicht? Oh ja, natürlich. Bis auf die Gewinnertomate. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns die Sachen jetzt an. Der Preis geht an die wunderbaren Küchenkräuter, gezogen von James und Sarah. Ja! Ich gratuliere. Und das ist noch nicht alles. Es gibt einen Extrapreis für die lustigste Einreichung. Ach ja, den gewinnt der Tomatenstrauch mit den angeklebten Tomaten. Oh nein. Wer hat den gewonnen, ne? Höchstwahrscheinlich Sie, Sir. Ich muss mich vielmals entschuldigen. Ich hatte da einen winzig kleinen Unfall. Wie bitte? Oh, Crittington. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.